So, liebe Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren Video, frisch vom Testreel mit Patch 4.2, aufgenommen am Samstagnachmittag. Wir haben jetzt gleich 16:30 Uhr. Und ja, in den kommenden Minuten möchte ich euch die Quests zwischen Hyjal und den Firelands zeigen. Ich habe ja bereits gesagt, beziehungsweise am Ende des ersten Videos, wo ich euch die ersten Quests, die ersten neuen Quests in Hyjal vorgestellt habe, haben wir am Ende des Videos die Aufgabe bekommen, 20 Abzeichen des Weltenbaums zu sammeln. Und ja, die Abzeichen sollte ja soweit bekannt sein, dass man die für die täglichen Quests bekommt. Ich glaube, es gibt 8 bis 10 verschiedene Quests, wobei maximal 2 am Tag erledigt werden können. Von diesen 2 bekommt ihr dann 4 Abzeichen, also ihr braucht 5 Tage. Und steht dann quasi, wo wir gleich in dem Video einsteigen werden. Noch eine kleine Warnung für Leute, die nicht so auf Spoiler stehen. Ja, einfach das Video nicht anschauen. Es sind einige krasse Spoiler enthalten. Und möchte ich nicht, dass ihr euch dann quasi vielleicht darüber ärgert, dass ihr das jetzt schon wisst. Deswegen, falls ihr so Storyline-bezogen seid, schaut euch das Video einfach nicht an, spielt es selbst oder wartet, bis Patch 4.2 erscheint. Und allen anderen wünsche ich jetzt natürlich sehr viel Spaß. Ich werde mich am Ende des Videos nochmal kurz melden und sage dann, wie es weitergeht. Und ja, wir steigen jetzt hier ein bei Hamul Runtotem und ich wünsche euch viel Spaß. Die Natur sucht das Gleichgewicht in allem. Ist bereits entschieden. Euch bleibt keine Hoffnung. Mögen die Feuer brennen. Ihr seid die vom Portal. Die Druidin der Flamme. Ihr habt Dutzende meiner Schüler getötet. Ihr werdet dafür büßen. Genug davon! Was ist das? Ich kann mich nicht bewegen. Helft mir! Brennt, Tauren! Brennt! Habt ihr genug? Habt ihr genug Schmerz gespürt? Seht her! Einer von Azeroths mächtigsten Druiden ist nur noch ein verkohlter Leichnam. Dies ist der Wille von Ferndral Hirschhaupt. Dies ist der Wille der Flammen! Nur zu! Weint um euren geschätzten Tauren! Ich möchte euch jedoch versichern, dass Tränen ihn nicht zurückbringen! Was? Was ist passiert? Ich werde mich um den Erzdruiden kümmern. Malfurion und Matokla haben um euer sofortiges Erscheinen gebeten. Was führt euch hierher? Seid gegrüßt. Geht in Frieden. Gesegnet sei die Nacht.
Für den Moment sind wir sicher, aber die Zeit ist knapp. Möge Elun uns Stärke gewähren. Gesegnet sei die Nacht. Mit diesem Samenkorn schlagen wir Wurzeln. Mit Zeit und Pflege sollten wir eine Zuflucht an diesem verkohlten, feindlichen Ort wachsen lassen können. Hier können wir dem Ansturm der Elemente widerstehen. Wir werden die Aufmerksamkeit von Ragnaros Armee auf uns ziehen, sodass andere das Herz seines Reiches angreifen können. Und nun beginnt die Schlacht. Genau, das sieht doch soweit alles sehr schön aus, möchte ich mal behaupten. Und ja, meine... Also ich möchte euch natürlich zeigen, wie es hier weitergeht. Deswegen werde ich in den kommenden Tagen eifrig hier die Dailies machen und euch dann weiter auf dem Laufenden halten. Das war es jetzt soweit erstmal und ich sage bis demnächst. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch ein schönes Wochenende und sage bis dahin, macht es gut. Ciao.